Ausgezeichnet, Leute. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute mal an eine Laptop-Schultertasche von Inatec in Grau. Und das müsste die 15 Zoll Größe sein, die ich hier habe. Und ihr könnt es ja unten in der Navigation schon sehen. Also wir sind gerade beim Einführungsteil. In Teil 2 packe ich die Tasche mal aus. Ihr seht, die ist hier noch Nigel wie Nigelnagelneu. Und wenn ich sie ausgepackt habe, kann ich auch mal hier ausmessen, was genau die Maße sind. Und dann machen wir auch mal hier mein MacBook Pro einfach mal in die Tasche rein und machen vielleicht auch dann in Teil 3 mal so einen kleinen Feldtest, dass wir mal rausgehen und gemeinsam schauen, wie verhält sich denn die Tasche, wenn man hier zum Beispiel ein Buch reinmacht oder ein Notebook oder ein bisschen Zubehör, dass ich euch auch mal die ganzen Taschen und alles zeige. Und dann im Teil 4 komme ich nochmal zum Fazit. Also wie gesagt, Inatec macht ja viele Produkte, auch Rucksäcke und verschiedene Taschen, und ich werde mal probieren, verschiedene Inatec Rucksäcke und Taschen für euch hier zu testen, damit ihr mal so einen Eindruck bekommt. Und ich lade euch natürlich auch ein, dann auf meiner Kanalseite vorbeizuschauen, denn da habe ich verschiedene Rubriken und eine neue Rubrik, mit der ich jetzt anfange. Ich blende euch das einfach mal hier kurz ein. Also ihr seht, da habe ich Audio-Equipment und Video-Equipment. Also bis jetzt habe ich hauptsächlich so Mikrofone gemacht, hier zum Beispiel für YouTube-Videos diese Lavalier-Mikros oder auch Kondensator-Mikros. Und jetzt soll es mal auch um Taschen gehen, denn wer kennt das nicht, ihr seid unterwegs zur Uni und wollt was haben, was A, praktisch ist und auch B, stylisch, was gut passt. Und das teste ich jetzt einfach mal für euch. Also, ohne weiter lange zu sprechen, springen wir jetzt mal zu Teil 2, dem Unboxing. Toll, dass ihr da seid. Los geht's. Ja, und dann freue ich mich auch schon, mir jetzt mal die hellgraue Laptop-Schultertasche von Inatec hier ein bisschen aus der Nähe anzuschauen. Also, wie ihr seht, ihr könnt die hier oben einfach aufmachen und dann hier so herausziehen. Also, ist auch wirklich gut verpackt hier bei mir angekommen. Und ich finde, Grau ist eigentlich auch so eine Farbe, die sich wirklich toll kombinieren lässt. Wenn ihr jetzt auch so Farbkoordination quasi mit eurer Kleidung, passt Grau, finde ich, immer ganz gut. Und ich habe jetzt einfach mal die Folie beiseite gelegt, um euch hier mal so ein paar Nahaufnahmen von der Qualität zu zeigen. Hier ist der Reißverschluss, sieht gut an, fasst sich auch gut an. Und ja, das ist wie so eine Art Filzmaterial. Das hier vorne ist auch ein bisschen anders, finde ich hier schön braun mit dem Leder, mit dem Griff. Machen wir das mal auf und dann können wir mal die Fächer drinnen begutachten. Wow, das fühlt sich auch total weich an. Hier habt ihr noch wirklich auch wieder sehr schön gemacht die Schulterhalterung für eure Laptoptasche. Und ich würde sagen, wir packen einfach mal in dieses gepolsterte Mittelfach das MacBook Pro von mir hier rein. Und das passt auch angegossen. Könnt ihr ja so ein bisschen auf die Größe achten. Also ich glaube, Inatec hatte auch verschiedene Größen. Ich habe jetzt hier die 15 Zoll Variante genommen und ich hatte euch ja auch versprochen, das auszumessen. Also dadurch ist halt hier ein bisschen mehr Platz, aber das ist überhaupt kein Thema. Ich würde sagen, wir messen jetzt einfach mal hier die Breite aus. Und ich komme jetzt hier auf ungefähr 42 cm mal, wenn wir jetzt mal die Höhe machen, ja, auch so 30, vielleicht 31. Und dann könnt ihr euch überlegen, wie groß ist quasi euer MacBook. Da gibt es ja zig verschiedene. Und dann habt ihr hier auch nochmal die Übersicht, was da so ungefähr reinpasst. Bei mir habe ich es jetzt extra ein ganz kleines bisschen größer genommen, einfach um da auf der sicheren Seite zu sein. Ihr seht, hier hinten könntet ihr auch nochmal, mache ich mal auf, auch nochmal Sachen reinpacken. Und ich finde, das ist wirklich so ein schönes Stoffmaterial. Also das fässt sich alles wirklich sehr, sehr wertig an. Das ist wie so ein weicher Plüsch. Und das schauen wir vorne auch nochmal rein. Und alles ist hier gut mit Reißverschluss gesichert. Also seht ihr, wenn ihr es jetzt zum Beispiel mal nicht als Laptop-Tasche benutzen wollt, also das ist ja an der Uni sowieso immer so, dass viele Leute da mit Laptops in der Vorlesung sitzen, anstatt Notizen zu machen. Ich würde einfach mal sagen, wir nehmen jetzt mal das Notebook wieder, Laptop wieder raus und schauen stattdessen mal, wie sieht es denn aus, zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier Bücher hättet oder ein Hefter und auch was. Ich kann ja hier mal meinen alten Volkswirtschaftslehre-Hefter noch dazu machen. Also könntet ihr jetzt quasi so, wenn ihr jetzt für jede Vorlesung ein so ein Hefter habt, könntet ihr vielleicht auch ja so zwei, drei so eine Hefter reinmachen und vielleicht noch ein Buch. Und vorne dann quasi so euer Handy könntet ihr da reinmachen und vielleicht auch so ein bisschen Schreibzeug und was ihr sonst noch so für Kleinigkeiten braucht. Gut, könnte man jetzt noch das Notebook hier auch mit dazu machen, sicherlich. Aber wie gesagt, umso mehr ihr reinmacht, umso voller wird es dann auch. Und könnt ihr euch ja überlegen, wie ihr das quasi euch arrangiert. Mega viel würde ich jetzt da nicht mit für die Uni nehmen. Also müsst ihr ja selber wissen, wie euer Lehrplan dann zum Beispiel ist. Ob ihr sehr, sehr viele Vorlesungen habt oder nur wenige. Viele Leute gehen ja oft zur Vorlesung und danach quasi in die Bibliothek. Und da kann man das Notebook manchmal auch schon brauchen. Wie gesagt, ich habe euch jetzt mal hier so einen Überblick gezeigt. Für den Preis echt wirklich sehr hochwertig anmutenden Inatec Schulter-Laptop-Tasche.
Super, dann sind wir jetzt zum Fazitteil gesprungen. Ich habe diese Inatake Laptop Tasche für euch mal in verschiedenen, auch so ein bisschen getestet und mit verschiedenen Notebooks gezeigt. Also ihr könnt natürlich, ein älteres Notebook hatte ich da drin, MacBook Pro von 2011 und jetzt hier auch mal mit dem ganz neuen von 2019. Und ja, also ich finde die Tasche ist echt super verarbeitet, bin echt sehr froh darüber, kann man praktisch anwenden. Natürlich ist sie jetzt ein kleines bisschen größer als die MacBooks, die ich habe, aber das habe ich mir mit Absicht so ausgesucht. Lieber ein bisschen zu groß als zu klein. Also Inatake hat natürlich auch noch ganz viele andere Modelle im Angebot und da könnt ihr, falls ihr was Kompakteres haben wollt, euch sicherlich auch was Kleineres aussuchen. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein zu dem Unboxing und kurzen Testeindruck von der Inatake Notebook-Tasche. Und ja, was die jetzt Langzeithaltbarkeit angeht, muss ich mal sehen, umso länger man die verwendet, ist ja natürlich auch immer ein bisschen unterschiedlicher. Der eine, der jeden Tag zur Uni geht, beansprucht die vielleicht mehr, wenn er immer sein Notebook mitnimmt. Und ich benutze die jetzt natürlich nicht so häufig, das würde halt jetzt sehr lange dauern, um dann zu sehen, wie sie sich verhält im Langzeittest. Kann ich euch ja dann mal ein Update in der Videobeschreibung da lassen, falls sich was Neues ergibt. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Auf meiner Kanalseite blende ich euch hier mal ein. In der Rubrik Taschen bzw. Rucksäcke lege ich noch so eine Rubrik an. Könnt ihr noch weitere Notebook-Taschen, Rucksäcke, Kamerarucksäcke und so weiter vergleichen, auch von verschiedenen Herstellern. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sehe euch als Abonnent und im nächsten Video. Ciao!